Eine schaurig schöne Prunksitzung feierten die Burgwaldnarren im Dorfgemeinschaftshaus, wo sie Dämonen auferstehen ließen. Die Burgwaldfunken zeigten mit akrobatischen Tänzen, dass die fünfte Jahreszeit im vollen Gange ist. Auch Musik zum Schunkeln kam nicht zu kurz. Dann enterten Michael Jackson, Marilyn Monroe und eine Horde Charlie Chaplins die Bühne. Nur mit Wolkenhöschen bekleidet sorgten die Burgwaldputten für gute Laune. Zum großen Finale versammelten sich nochmal alle Burgwaldnarren auf der Bühne.